Herzlich willkommen im Stempelpalast. In der heutigen Folge meiner Punch-Art-Woche möchte ich euch zeigen, wie ich diese Tulpen gestaltet habe. Dazu brauchen wir einmal die bereits bekannte Eulenstanze und wir haben aktuell noch im Katalog eine Fuchsstanze. Mit diesen beiden Stanzen habe ich die Tulpen erstellt und ich zeige euch jetzt, wie. Denn das ist in diesem Fall wirklich sehr, sehr einfach und für jeden ganz schnell nachzumachen. Also, wir stanzen den Körper der Eule aus. Schwupp. Und dann stanzen wir zweimal. Ist das jetzt eine Rute? Oder ein Schweif? Naja, den Schwanz vom Fuchs aus. So. Nehmen wir uns noch eine Schere, schneiden von der Eule die Füße ab. So, und dann ist es schon fast fertig. Dann brauchen wir noch ein bisschen Tombow. Ich kann das gar nicht sehen, wenn ich das in den Händen halte. Ne? Ihr sollt das ja sehen. Also nehme ich das Ganze mal mit der Pinzette auf. Und zwar habe ich diese Rundung hier unten, wird jetzt angelehnt an die Rundung von der Eule. Und die Spitze quasi habe ich in der Hand und lege jetzt quasi hier unten an. Und verdecke hier oben nur diese Ecke, wo das Ohr von der Eule aufhört. Und dieses Blatt legen wir dann einmal anders herum, genauso da oben drauf. Ihr seht also, diese Tulpe ist tatsächlich überhaupt kein schwieriges Projekt. Das kann man auch super gut mit Kindern machen. Da können dann im Nu kleine Tulpenfelder entstehen. Ja, wenn man nicht eine Tonne Kleber auf dem Teil verbrauchen würde. Aber zum Glück haben wir ja noch einen Klebemittelradierer. Das ist im Moment auch einfach schwierig. Bei der Hitze. Der Kleber ist flüssig ohne Ende. Auch wenn man eigentlich meint, man drückt so wie immer. Das ist im Moment einfach echt kompliziert. So. Und dann können wir quasi noch die ganze Tulpe mit auf unsere Karte kleben und dann ist der Blumengruß quasi schon fertig. So, das war's schon für heute. Ganz schnell und ganz einfach. Ich hoffe, es gefällt euch. Morgen gibt es für euch nochmal eine andere Art Blume. Ich habe ja gesagt, ich will
Anfang der Woche habe ich erzählt, ich habe einen Frosch vorbereitet für Samstag, der mir aber noch nicht so 100% gefiel. Und ja, ich habe für morgen nochmal eine andere Art von Blume herausgesucht, die ich gerne machen würde, weil wir ja jetzt viel mit der Eulenstanze gearbeitet haben und die Eulenstanze gibt es ja nicht mehr. Und darum möchte ich morgen gerne nochmal eine Blume zeigen, die man machen kann ohne Eulenstanze. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und bis dann. Tschüss. Thank you.